Sehr verehrte Frau Präsidentin Dr. Knobloch, sehr verehrte Überlebende des Lagers Bergen-Belsen aus der ganzen Welt, lieber Sam Bloch, sehr geehrter Herr Staatsminister Neumann, Herr Generalkonsul Osjak, Exzellenzen, sehr geehrte Herren Botschafter, sehr geehrte Damen und Herren Minister und Senatoren, sehr geehrter Herr Landtagsvizepräsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete der verschiedensten Parlamente, sehr geehrte Gäste aus den jüdischen Gemeinden, von Kirchen und Religionsgemeinschaften, sehr geehrte Damen und Herren. Der erste Dank geht an den Helmstedter Bachkantoreichor unter Leitung von unserem Freund Professor Andor Ischak, die den Auftakt gegeben haben für diese Gedenkfeier, Erinnerungsfeier an den 65. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Bergen-Belsen durch Soldaten der britischen Armee. Die damaligen Soldaten haben Leib und Leben eingesetzt, um uns allen eine Zukunft in Europa zu ermöglichen, zu eröffnen. Dafür sage ich gerade auch in Anwesenheit des britischen Botschafters Danke. Das geschieht gelegentlich zu selten, sich bewusst zu machen, den Befreiern zu danken. Für den Landesverband der jüdischen Gemeinden unter seinem Vorsitzenden Michael Fürst, für die Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten mit ihrem Geschäftsführer Dr. Knoch und der Verantwortlichkeit für 15 Gedenkstätten in unserem Land, mehr als in jedem anderen Bundesland, begrüße ich Sie alle ganz persönlich, ganz herzlich zu dieser Gedenkfeier. Mit ganz großer Bestürzung haben wir erfahren, dass Herr Andrei Prishvotnik, der Generalsekretär des Rates zum Schutz des Gedenkens an Kampf und Märtyrium, der heute hier als Vertreter Polens sprechen sollte, unter den 97 Opfern des Flugzeugunglücks von Smolensk vom 10. April war. Besonders berührt uns, dass Andrei Prishvotnik der Tod auf dem Weg zu einer Gedenkfeier in Khartoum ereilte, die auch im Zusammenhang mit der schrecklichen Zeit des Zweiten Weltkrieges steht. Auch die Gedenkfeier sollte dort in Khartoum, wie unser heutiges Gedenken in Bergen-Belsen, der Erinnerung an die Opfer und der Mahnung an die Nachgeborenen gewidmet sein. Dieser Aufgabe war auch Andrei Prishvotnik als Generalsekretär des Rates zum Schutz des Gedenkens an Kampf und Martyrium unermüdlich sein ganzes Leben verpflichtet. Und ich möchte, dass wir gemeinsam des Verstorbenen und aller anderen Toten von Smolensk gemeinsam einen kurzen Augenblick durch Schweigen gedenken.